Dies ist mein erstes Video mit separaten Audiospuren. Das Video und die Audiospur sind deshalb eventuell nicht synchron zueinander. Moin Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir seit langem wieder Portal 2 weiter. Und zwar dort, wie wir beim letzten Mal aufgehört haben. Bei der Rückkehr. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Danke für die Info, I guess. Okay, da fallen Würfel. First try, das war sehr gut. So, jetzt ist irgendwie da ein. Fast. Ja, das war's. Das passt auch, sehr schön. Dann steigen wir hier runter, gehen hier drauf, machen hier den, gehen hier sehr rein. Gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Klar, du ist alles klar bei dir? Also, ich weiß ja, dass ich nicht gerade immer der Beste bin, aber so fies bin ich dann auch nicht. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Also, wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Nein, nein. Hey, hey, hier oben! Ridley! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Vogel! Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Mach da das. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Wo? Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Ach so, ich muss jetzt da. Ja, so viel dazu. Aber nun gut. Oh, das wurde gespeichert. Nice. Also wir gehen hier drauf. Holen uns einen Cube. Und der muss wohin? Dort unten? Nee, du kannst mir nicht sagen, dass das schon der ganze Test des Glaubens. Nee, also das glaubst du dir ja selber nicht. Aber doch, das ist der ganze Test. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ich liebe die Jokes in Portal. Und ich will jetzt mal kommentieren, aber Gladys lässt mich nicht. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Wieso? Ganz einfach. Ich bin besser als du.
Moin, Kollege. Ich bleib kurz hier stehen, okay? Du willst runter? Gleich. Muss nur kurz hier stehen bleiben. Weiß nicht, ob das ein Achievement ist. Nein. Schade. Wait. Jetzt. Oh, geil. Erinnert ihr euch? Portal 1. Nur, dass das ein bisschen geiler ist. Danke sehr. Immer wieder schön. Wenn man nicht gehasst wird. Okay, das heißt, wir müssen, glaube ich, hier. Und dann hier, ne? Genau. Dann fällt der auf ihn. Perfekt. Ja, der hat mich gesehen, genau. Hier bist du. Turret zerstört. Wait, nein. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Der ist gerade nicht wirklich durch den Turret durchgeflogen. Nein. Danke. Ich wollte gerade schon sagen, das kann doch nicht sein. Zu leicht? Nee. Doch, zu leicht. Seht euch das an. Ich kann einfach Dinge durch den Turret stopfen. Zumindest manchmal. Oh mein Gott, ich hab nicht aufgepasst. Heute war da oben nicht der Fahrstuhl. Ja, der Fahrstuhl ist dort oben. Was ist passiert? Haben wir jetzt was verpasst, was nicht hätte sein sollen? Wenn ja, dann tut mir leid. War nicht absichtlich. So, okay. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Ah, dieser Test. Okay, warte, wie ging der schon wieder? Ja, eigentlich einfach, oder? Ja. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du das in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Ach so, ich bin bei der falschen Tür. Ich weiß, das war dumm, aber nicht allzu dumm. Das muss gerade einfach sein. Wenn man die Möglichkeit hat, soll man die Möglichkeit nutzen. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht.
Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Das war ein geiler Kill. Nein. Hier bin ich nicht. Hier, schau mal, ich bin definitiv nicht hier. Oh, kann ich sie durchlaufen? Oh, ich habe mir einen Tunnel gebaut. Hoffentlich geht das nicht schief. Sehr gut. Und jetzt machen wir eine Punktlandung. Auf dem Turm. Auf dem Würfelmann. Okay, so, wie machen wir jetzt das? Da sind zwei Turrets. Okay, mein Plan wäre es jetzt, hier eine Mauer zu platzieren, hier den Würfel drauf zu setzen, dann zu sneaken und da eine Wand hin zu platzieren, hier hin zu stehen, so zu machen, den zu nehmen und den umzubringen. Genau. Ich gehe die Liste der Subjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Was ist eigentlich Shells Nachname? Also ich weiß es, aber ihr könnt mal mitraten. Das werdet ihr während der Story noch erfahren. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Habt ihr das gesehen? Nice. Drei auf einen Schlag. Das finde ich ist doch eine gute Quote, oder? So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir an den Turret dort hinten ran? An den hier. Also meine Vermutung wäre gewesen... Ah, warte. Ich weiß wie. Glaube ich. Weiß nicht. Verbrennen. Nee, doch nicht. Wie kommen wir dort hinten rein? Ah, wartet. Dort oben. So, recht zu. Wait. Was ist denn da alles drin? Lass mal sehen.
Interessant. Welches Lied ist das schon? Das ist von Portal, aber welches? Auch natürlich jetzt diese Version, weil ich bin mir sicher, dass es noch eine andere Version gibt hier im Portal. So eine Dose ist gut genug. Nein. Komm mal, Portal, du kannst mir vieles erzählen, aber nicht, dass eine Dose Bohnen stark genug ist, einen Laser abzuhalten. Ich hasse Copyright. Ganz ehrlich, ich hasse es. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Was machst du? Genau, du setzt das Ding runter, ne? Hey, was macht das Ding? Ah, das öffnet die Tür, okay. Ja, ich sehe, ja. Jetzt was auf. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Den Gedanken kommen mir die Tränen. Ich bin gespannt, GLaDOS. Was hast du für uns ausgeheckt? Oder was hast du für eine Überraschung für uns? Hoffentlich keine tödliche. Komm, GLaDOS, das ist doch offensichtlich. Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Was? Wer hat mich verstoßen? Ach so, ja stimmt, die Eltern. Ach so, der Knopf ist wahrscheinlich dort hinten. Oder doch nicht? So, nee, der Knopf ist dort hinten. Ah. Hey, wir haben noch beide. Genau, so, der ist jetzt gespannt auf uns. Und wir holen uns jetzt die beiden Cubes zu uns. Sehr gut, jetzt müssen wir dahin. Das heißt, da Portal, hier Portal. Boom, so. Beide Dings erstmal hier hinholen. Und rausfinden, wo der Turret ist. Da. So, Portal da, Portal hier.
Der Typ kann uns sehen, das ist schon mal gut. Wenn er im Portal ist, ist das schon mal sehr gut zu wissen. Ah, der hat einen Schutz. Okay, der ist geschützt. Das heißt, wir setzen das Portal kurz weg. Das auch. Das heißt, wir gehen jetzt erstens auf die drei Dinger. Also auf diese beiden schon mal. Dann brauchen wir eine Lichtbrücke, das heißt, platzieren uns da einen Schutz und rushen jetzt dahin. In der Hoffnung, nicht getroffen zu werden, genau. Oh, was hat denn gerade getötet? Habe ich ihn getroffen? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Die Telefongesellschaft? Ich dachte, wir sind die letzten Menschen der Erde. Na, vielleicht hey, doch nicht. Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobotanik eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch fünf Kammern. Fünf, okay. Also die kriegen wir ja schon mal nicht mehr in diesen Part hin, aber du, das ist nicht so schlimm. Alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du genau. Hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Jetzt ist es gut, wir können anfangen. Ah, dieses Teil. Okay. Ich würde sagen, wir holen uns als erstes mal alle Würfel. Ne, warte, das ist die falsche Richtung. Und dann gibt es dort oben noch einen. Sehr gut. So, wir haben alle Würfel, die wir brauchen. Jetzt ist es an der Zeit, dorthin zu gehen. Und vielleicht Portale auch zu treffen. Ach so, ich kann die gar nicht mitnehmen. Genau. Gut, das sieht auch ganz wild aus. Sieht man, der Laser kommt von hier und irgendwie geht er von dort raus. Na dann. Würfel, es ist Zeit für dich. Boom. First try.
Lol. Okay, das macht natürlich einfacher, ne? So brennt ihr alle. Jetzt hier brennt alle. So. Und jetzt hier noch ein letztes Mal Portal. Genau. Da. Holy. Das war's. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Und die ideale Lösung ist wahrscheinlich für dich, ne? Wahrscheinlich schon. Es würde mich ja nicht wundern, wenn es nicht so wäre. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Und hier, wartet, Dialog muss fertig gemacht werden. Ah, schade. Und hier, meine ehrenwerten Damen und Herren, geht's dann beim nächsten Mal weiter in Portal 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, ein Abo. Vielleicht doch noch gerne einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Euer Camitendo.